darf ich das? Und da steht es halt und er mag das, was da steht, dann wird es wahrscheinlich keinen Fortschritt geben. Und das war das, was ich mich auch bemüht habe zu tun. Und ich glaube, das ist nicht so schlecht. Und wenn ich jetzt so als Biene, Arbeitsbiene bezeichnet werden wurde, dann habe ich das sehr, sehr gerne gemacht und habe mich bemüht, euch allen hier an der BHQ 10 eine Heimat zu geben, wo ihr das Gefühl habt, da gehe ich gern hin, dass ich nicht immer beliebt war, ist mir klar. Ja? Ja. Allen sozusagen, also von allen umarmt zu werden, da hätte ich was falsch gemacht wahrscheinlich. Ja? Aber ich glaube und ich hoffe, dass ich viele von Ihnen überzeugt, von euch überzeugt habe, dass das, was wir da gemacht haben, und zwar nicht ich alleine, sondern mit euch gemeinsam gut gelungen ist. Und in dem Sinne wünsche ich euch, dass das auch die letzten Jahre, Jahrzehnte genauso weitergeht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Freunde, Begleiter, Wegbegleiter von Peter Sahner. Du bist natürlich der ideale Zeitzeuge für eine Geschichte der Handelsakademie des 10. Bezirks, würde ich mal sagen, für eine Geschichte der Handelsakademie in Wien und für eine Geschichte der Handelsakademie für ganz Österreich mit angrenzenden Ländern. Das heißt, diese Zeitzeugenschaft ist natürlich etwas ganz, ganz Wertvolles. Und ich bin froh, dass ich das auch gemacht habe. Und ihr bis zum Schluss eigentlich unterrichtet. Das hat mir immer viel Spaß gemacht, weil ich mich beim Unterricht dann oft erholt habe. Wenn dann von dem Tagesgeschäft der 500 Mails am Tag, so viel war es nicht, 50 vielleicht, mich ein bisschen erholen konnte und in die Klasse gehen konnte. Das hat mir immer Spaß gemacht. Lieber Schauer, Herr Direktor, danke, 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 denn schön war's mit dir. Business Klasse neu, wir lieben unsere Arbeitsplätze.